Sie ist so wirklich für die ganzen singenden Reims, inklusive mir, der Fels in der Brandung geworden. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ich wäre völlig aufgeschmissen. Tini, wenn ich dich in aller Öffentlichkeit so nennen darf, du hast was ganz Besonderes mit unserer Familie gemacht, seitdem du da bist. Und ich möchte dich an meiner oder an unserer Seite einfach nie wieder missen. Sie wurde Teil dieser Familie und hat mich aufgenommen, wie ich noch nie aufgenommen wurde von jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Wir haben uns angefreundet, wurden mehr als nur Freunde. Und diese Verbindung, diese Familie, die wir geworden sind, ist etwas, was man mir nie wieder wegnehmen kann. Wenn es darum geht, was machen wir heute Abend, da wird nie ich gefragt, wird immer sie gefragt. Also sie hat auch dieses Ding, dass sie selbst mich dazu gekriegt hat, und ich bin wirklich ein Familienmuffel immer gewesen, dass ich anfange, Familie zu genießen. Und das ist ihr Werk. Seitdem sie in unserer Familie ist, hat sie uns wirklich alle viel mehr zusammengebracht. Sie ist der Grund, weshalb wir alle zusammen mehr zusammengekommen sind. Und ja, das haben wir alles ihr zu verdanken. Wenn ich zurück nach Hause komme und du da bist und die Tür aufmachst, weiß ich, dass ich angekommen bin. Dankeschön, dass du mein Zuhause bist. Ich liebe dich, mein Schatz. Und ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Und die anderen auch. Ich würde dich so gerne in den Arm nehmen, mein Schatz. Wow. Liebe Christine. Ach Gott, ist das schön. Haben wir vielleicht ein Tüchlein da? Ich darf dir keins geben, aber das kriegen wir hin. Liebe Christine. Ich würde jetzt auch einen Schnaps nehmen. Angela, dir fehlen ein bisschen die Worte. Aber was sagst du dazu, zu dieser schönen Nachricht deiner Familie? Warte kurz. Gerne, nimm dir den Moment. Oh Gott, warte. Haben wir denn so ein Tüchlein? Haben wir nichts? Habt ihr auch kein Tüchlein? Da haben wir ein Tüchlein. Schau. Ich leg das nur so hier hin. Schau. So. Eine ganze Packung. Super. Die kannst du vielleicht gebrauchen. Oh Gott, ich muss jetzt wirklich einmal kurz. Weil ihr habt mich echt. Okay, also. Ich kann dazu gar nichts mehr sagen, außer dass ich. Ich kann nicht weiter darauf eingehen, außer dass ich sagen kann, dass ich einen unfassbar tollen Mann an meiner Seite habe und mit 30 Jahren schon gefühlt 7 Kinder adoptiert habe, die ich alle liebe. Sie sind alle großartig. Dankeschön. Liebe Christine, jetzt atme noch mal ganz tief durch, denn ich weiß, dein aktueller Hit ist natürlich auch wieder ein Familienwerk. Und dieser Song wurde natürlich auch wieder von Matthias und seinem Team komponiert und geschrieben. Und du gibst mir jetzt das Okay und dann würde ich sagen, die Bühne gehört dir. Denn dein Song heißt so schön, das kann ich ab. Ich glaube, das wollen wir jetzt von dir und mit dir hören. Bist du bereit, Christine? Nein. Nein. Ja. Ja. Okay, atme durch und ich sage, Bühne frei für Christine Stark.